Fast 100 Taxis waren am Montagmittag unterwegs in Kassel und machten ihren Unmut Luft. Es könne nicht angehen, dass sich Minicar-Fahrer nicht an die Regeln halten und die Stadt dabei zusieht. Was nicht an die Regeln halten bedeutet, weiß Jutta Rudolf vom Kasseler Taxifahrerverein. Wir versuchen, gegen die Minicar vorzugehen, die uns permanent auf den Halteplätzen blockiert, die sich nicht an die Rückkehrpflicht hält, die teilweise auch frech ist, wenn wir sie bitten, dass sie wegfahren sollen. Wenn sie auf den Taxenplätzen stehen, hier vorne am Bahnhof, haben sie sich eine Art Taxenhalteplatz eingerichtet, der permanent wieder zu Widerregelungen führt. Denn sie dürfen nicht im absoluten Halteverbot stehen und sie dürfen auch nicht hier oben Bild aufnehmen. Problem ist, dass Minicar-Fahrer an Aufträge gebunden sind und anschließend wieder zum Standort zurückkehren müssen. Auf Parkplätzen oder Bahnhöfen zu stehen und auf Kunden zu warten, ist den Minicar-Fahrern nicht erlaubt. Doch ein Zurückkehren in den Betrieb ist nicht immer notwendig, jedoch an gewisse Regelungen gebunden. Ein Minicar bekommt einen Auftrag, aber ich kann einen Folgeauftrag, wenn ich meinen Auftrag ausgeführt habe und ich bekomme einen Folgeauftrag, kann ich den ausführen, ohne an den Betriebssitz zurückzufahren. Weiterhin sagte Dieter Eckert, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, denn auch Taxifahrer halten sich nicht immer an die Regeln. Wir wollen mal hier nicht allgemein von Verstößen reden. Wir wollen mal davon ausgehen, dass sich hier eine Seite beschwert, die sich nicht gesetzeskonform verhält, indem sie auch an Taxenhalteplätzen, wo zum Beispiel zwei Taxen stehen, ja, mit vier oder fünf Taxen sind. Oder an öffentlichen Einrichtungen oder an Veranstaltungsorten, wo keine Taxenhalteplätze sind, wo dann auch plötzlich Taxen stehen. So, das ist auch nicht in Ordnung. Aber wo genau liegt denn nun der Unterschied zwischen Minicar und Taxi? Wir sind ein öffentliches Verkehrsmittel. Die Minicar ist freie Wirtschaft. Wir sind an die Fahrpreise gebunden. Wir dürfen im Pflichtfahrgebiet keine Prozente geben, keine Festpreise machen. Das dürfen wir nur außerhalb der Stadt. Die Minicar ist freie Wirtschaft, die kann tun und lassen, was sie will. Und folgedessen macht sich das auf unsere Einnahmen natürlich auch Auswirkungen, ne? Das ist klar. Nach Meinung der Taxifahrer jedoch ist es nun an der Zeit, dass sich etwas ändert. Wir erhoffen uns von dem Streik, dass die Stadt Kassel mal wach wird, die ganze Sache ahndet und vor allen Dingen, dass irgendwann mal etwas Besserung eintritt. Und das erhoffen wir uns. Sollte das nicht so sein, wird das auch nicht der letzte Streik gewesen sein. Wie genau man sich nun einigen wird, war heute nicht mehr zu erfahren. Aber vielleicht schafft es ja die Stadt Kassel, eine für alle akzeptable Lösung herbeizuführen.